Hallo, willkommen hier zu einem Video. Ja, ich begrüße erstmal hier den lieben Let's Play E-Gamer, vor allem seine Fans. Und ja, ich möchte jetzt mal ein kleines Video darüber machen, über deine momentane Lage, weil gerade eben ist bei mir so eine Art Knoten geplatzt in meiner Ansicht. Du wirst mich wahrscheinlich erkennen von meinem Namen aus. Ich war mal in einem deiner Livestreams und habe mal für eine kurze Zeit zugeguckt. Du hast sogar meinen Namen mal ausgesprochen. Ich war einer der Zuschauer, wo man den Stream geguckt hat, weil ich habe in der letzten Zeit mal über dich ein bisschen Recherche gemacht. Gleich mal am Rande, das Video sollte ich nicht beleidigen oder sonstiges. Das tut meine objektive Meinung über dich sagen. Und ich werde kein Bildmaterial oder sonstiges von deinem Kanal verwenden. Und ich beziehe mich einfach auf das Gesetz, dass ich einfach meine freie Meinung über dich aussprechen darf. Und zwar geht's jetzt ab dem Punkt hier los. Ich verfolge dich jetzt schon mindestens 4 Monate. 4 Monate bin ich jetzt schon dabei und schaue mir mal ein paar Videos von dir an. Und ich muss ehrlich sagen, dass du nicht schlecht bist. Du bist wirklich sehr gut, wenn man es mal so nimmt, für ein paar andere. Du gibst dir wirklich sehr viel Mühe. Beispiel, deine Qualität von den Videos ist wirklich für 1080p, ist das wirklich sehr schön und dein Kommentarstil ist auch nicht ohne. Also sagen wir mal, du bist ein sehr gutes Beispiel für angehende YouTuber, wo total scheiße sind. Aber du hast leider ein kleines Handicap und zwar möchte ich jetzt mal zu deinem Video zurückzukommen. Danke an alle Hater, ihr habt mich so weitergebracht oder wie auch immer das heißt. Ich habe mir das angesehen. Und mir ist auch aufgefallen, dass ein paar Leute echt deine Videos bis ins Derbste haten. So 10 bis 11 Dislikes und sonstiges. Das hat eigentlich einen bestimmten Grund. Oder jedenfalls sagen wir es mal so, ich denke, dass der Grund auf der Hand liegt. Weil ein paar Leuten ist nämlich aufgefallen, dass du ein etwas komisches Spiel spielst. Denn deine Videos, deine Gaming-Videos an sich sind sehr gut, aber wenn du mal einen Informationstag machst, wo du ein Informationsvideo machst oder sonstiges, sind manchmal ein paar Sachen drin, wo ich mal einfach sage, das geht nicht. Das gibt denen zum Beispiel auch das Futter dafür. Zum Beispiel das eine Video, was ich gesehen habe, wo du darüber gesprochen hast, dass du jetzt wegen Zeitgründen und sonstigen jetzt nur noch ein Video hochlädst am Tag und dich jetzt nicht mehr um die Community großartig kümmern wirst, weil diese zu viel Zeit beanspruchen und dass du sehr, sehr, sehr schnell Partner werden möchtest. Der Wunsch, dass du Partner wirst, wird wahrscheinlich in der Zukunft wahrscheinlich erfüllt werden. Aber ich habe natürlich auch mal ein bisschen weiter recherchiert und habe auch unter den Kommentaren gelesen zu ein paar Leute, die geschrieben haben, ist ja nett gemeint, dass du Partner werden möchtest, aber das wird wahrscheinlich schwierig. Denn ich muss dir ganz ehrlich sagen, in ein Partnernetzwerk reinzukommen, ist wirklich nicht einfach und es ist sehr schwierig, da Fuß zu fassen. Deswegen möchte ich dir jetzt noch auf den Weg geben, auch wenn die Leute andauernd gesagt haben, du wirst es nicht schaffen, ist es wirklich so. Ich gebe denen recht. Aber spielt keine Rolle. Jedenfalls haben die gesagt, es tut mir leid, wenn du das jetzt so formuliert, aber wenn du jetzt so in dem Status Partner werden willst, wirst du nicht so viel verdienen, dass du jetzt sagen kannst, ah ja, ich kann jetzt mal einen Monat davon leben. Das war einfach nur eine Kritik, wo sie gemacht haben in 500 Wörtern. Und du hast ziemlich kindisch darauf reagiert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, einer davon kenne ich. Er hat den ersten Kommentar, den Top-Comment, geschrieben. Und ich habe mich mit dem mal unterhalten. Der hat jedenfalls mal mich angeschrieben, beziehungsweise hat mich angerufen in Skype und hat uns mir gesagt, ey, ich habe da jetzt gerade eben unter so einem Kerl sein Video geschrieben, dass er so partnertauglich noch nicht so ist. Und ich wollte einem eigentlich nur so eine kleine Kritik geben, beziehungsweise so einen kleinen Ansporn. Und er hat mich einfach geblockt. Und das hast du auch wirklich getan. Und hast sehr kindisch darauf reagiert, in Form von Sätzen, wo wirklich nicht gerade sehr angemessen waren. Das Ding ist, das Kommentar besteht immer noch, soweit ich das weiß. Es ist immer noch ein deiner Videos vertreten, beziehungsweise immer noch auf diesem Video. Und
Ich habe mir das selbst mal durchgelesen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war wirklich Kritik. Also da bist du leider etwas kindisch da rangegangen. Es gab aber auch noch ein paar Leute, die haben dann, das sind Freunde von ihm, das sage ich dir jetzt auch ganz offen, die haben dann auch drunter geschrieben, ey, schön, dass du Partner werden möchtest, aber es funktioniert nicht. Das geht nicht so schnell und außerdem wirst du damit nicht so Erfolg haben, so wie du es möchtest. Und du hast genauso kindisch darauf geantwortet. Und dass da dieser große Shitstorm dann auf einmal entsteht, dass sich Leute dann auf einmal haten, weil du so kindisch reagierst, ist ganz normal, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich jemanden abonniert habe und würde dann hingehen und würde seine Videos die ganze Zeit gucken, würde ihm Daumen hoch geben und das Ganze, dass er unterstützt wird, er macht dann ein Video und sagt, ah ja, ich habe jetzt so wenig Geld und ihr müsst hier mal schnell machen, dass ich Partner werde und ganz, ganz schnell und ich habe mich schon überall beworben und die nehmen mich alle nicht und ich weiß nicht warum. Und ja, dann geben sie dir Tipps und du musst dann einfach mal voll ignorieren und sagst dann einfach mal, ey, Dankeschön für das Kommentar, das war total scheiße und dann blockierst du sie auch noch. Das geht in meinen Augen so gesehen eigentlich überhaupt nicht und da hast du dir das selbst zuzuschreiben, dass die Leute auf einmal so aggro auf dich sind. Ja, er war jedenfalls mal ein längerer Abonnent von dir, soweit ich das weiß. Ich glaube auch schon so lange, wie ich dich jetzt verfolge. Ja, und er hat dann einfach mal gesagt, ey, ich habe den die ganze Zeit geguckt, ich habe ihn unterstützt und das Ganze und auf einmal dreht er mir so in den Hintern, weil ich jetzt einfach mal so eine kleine Kritik gebracht habe und das ist einfach so, das ist einfach die Realität. Wenn ich zu jemandem kommen würde und würde einfach mal die ganze Zeit ihn unterstützen, er tritt mir dann in den Arsch, dann würde ich ihn auch nicht mehr angucken. Dann würde ich ihn erstmal derbe niedermachen. Natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass er das macht, aber ich würde mir mal Gedanken machen, was diese Folgen sein können, wenn du auf einmal total verkackst. Weil nämlich, das waren nämlich nicht die einzigsten Leute, wo das im Video gesehen haben und die Kommentare gelesen haben vor allem. Ja, dann habe ich mal ein bisschen weiter in deinem Kanal geguckt, wie ich dann das Video gesehen habe. Ich war dann erstmal total geschockt und habe mir erstmal gedacht, ach scheiße, er will das jetzt unbedingt werden, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt seinen Traum zerstören lassen, einfach mal in dem Happy Wonderland. Aber ich fand es halt richtig übertrieben, dass du halt gesagt hast, ja, ich kümmere mich jetzt erstmal gar nicht mehr um meine Community. Es gibt nur noch ein Video, ich werde es jetzt nur noch geplant hochladen und das war's, mehr kommt nicht, das ist jetzt einfach so, kein Bock mehr. Und dann bin ich mal auf deine Kanalbeschreibung gestoßen und da stand auch drin wegen deinem Livestream, dass du jetzt auch samstags keine Livestreams mehr machen würdest, weil du total enttäuscht wärst, weil keine Sau das guckt. Und da kann ich dich vollkommen verstehen, weil nämlich bei mir ist es genauso, aber das schreibt man einfach nicht in eine Channel-Beschreibung. Das kann jede Sau lesen. Ich meine, wenn ich auf einen Channel gehe und lese mir die Beschreibung durch und lese dann sowas, so ein Scheiß, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann würde ich auch nicht abonnieren. Das war ja nicht das Einzige. Dann komme ich ja noch auf ein Video von dir, wo du dann sagst, ja, meine Grabber sind kaputt, scheiße, 10.000 Euro Schulden, das Ganze, das haben die Leute überhaupt nichts anzugehen. Und dann schreibst du auch noch so rein, ja, ich habe 10.000 Euro Schulden wegen Let's Plays. Wenn das wirklich so ist, wie hast du so viel Geld ausgegeben? Das ist voll krank. Aber ich denke, dass das private Probleme sind, so wie du es dann in den Kommentaren geschrieben hast. Aber ich denke, ja, gut, ich kann deine Situation verstehen, aber das schreibt man nicht in ein Video, das hat deinen Abonnenten nichts anzugehen. Deine Abonnenten sind hier, um Gameplays oder sonstiges zu sehen, Let's Plays von dir und nicht zu wissen, ah ja, der hat so viel Schulden und das Ganze, das dreht sich ja rum. Und die Leute machen sich dann ihre eigene Meinung über dich und das wird dann böse, das kannst du mir aber glauben. Wenn Leute auf einmal meinen, ah ja, der tickt auf einmal so, das ist volles Opfer und das Ganze, dann hauen die dir voll in die Fresse. Und das verspreche ich dir, gebe ich dir sogar mein Siegel darauf, dass das so ist. Und das einfach diese Einstellung, wo du dann auf einmal bringst. Natürlich kann ich dich verstehen, dass du ein bisschen total am Ende bist und dass das halt scheiße ist und das Ganze, das verstehe ich ja vollkommen, aber das postet man nicht auf YouTube. Das ist kindisch, das ist krank und vor allem kann das voll was kosten. Ich meine, stell dir mal vor, du musst irgendwann mal hast du. Was weiß ich, irgendwann wirst du mal arbeiten oder sonstiges und auf einmal sieht dein Chef deine Videos und sieht dann gerade, dass du 10.000 Euro Schulden hast. Das ist nicht sehr gut, weil nämlich die Leute informieren sich ja über dich. Und das wird auch in Partnernetzwerken so sein. Die informieren sich ja über deinen Kanal und wenn die auf einmal dann lesen, ja, ich habe 10.000 Euro Schulden, da denken sie sich auch, ja, super, klasse. Der geht da nur wegen einem rein und das kann er voll vergessen. Und das muss man sich einfach Gedanken machen. Du musst ja einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das machst du mit deinen Projekten, aber mit deinen Informationsvideos machst du das alles kaputt. Weil die gucken das ja auch. Die wollen ja wissen, was bringt der Junge noch mit? Kann der auch einfach mal ein Infovideo machen? Muss der eine ganze Zeit nebenbei zocken? Und das ist das Problem. Die gucken da wirklich
Bomben drauf. Das ist wie, das kannst du dir auch vorstellen, da guckt dein Arbeitgeber wirklich über dein Zeugnis und dein Zeugnis ist dein YouTube-Kanal und wenn das Zeugnis scheiße ist, dann schmeißt du es weg. Und das ist einfach so. Weil nämlich, man ist ja nicht geholfen, wenn man sagt, ja, man ist in Mathe gut, aber in Deutsch scheiße. Das ist genauso schlecht, als würde man sagen, ja, ich bin in Deutsch scheiße, aber in Mathe gut. Das funktioniert beides nicht. Man muss einfach so eine gerade Linie finden. Und wenn du die Infomedios jetzt zum Beispiel nicht so derbe auslassen würdest mit privaten Problemen und sonstigen und einfach mal so ein Infovideo machst, wo du über deine Projekte redest und nichts anderes und so einen Scheiß einfach weglässt, dann werden die Leute auch sehen, ey, der interessiert sich dafür nicht, dass er gehatet wird oder dass das ist oder das. Und das sehen die Leute und das tun die dann sich einbringen und denken sich, ja, der macht das für seine Community, der macht das, weil er Spaß daran hat. Weil nämlich, du kannst so ein gutes Video, wie du hochladen, wie du möchtest. Wenn die so einen Scheißdreck sehen, dann machen sie sich ja eine Meinung drauf. Und das Video, was ich dann noch ansprechen wollte, war dann noch, was war das noch? Ja, genau, das war dann neuestes, wo du dann gesagt hast, dass jemand ja deinen ISC-Channel da gehackt hätte und das Ganze nicht mehr funktioniert. Okay, das ist böse, glaube ich dir, aber ich würde es nicht unbedingt gerade mal Hatern in die Schuhe schieben, weil nämlich das können einige Leute sein, wo das machen und das passiert zu 80%. Das hat rein was von der Technik von diesen Netzwerken zu tun. Und jetzt auf den Hauptpunkt nochmal zurückzukommen von dem Video, wo du gemacht hast über Hater. Wenn du das jetzt hörst, ja, wenn du das bis jetzt da gehört hast, pass auf, lösch das Video. Ich sag jetzt ganz ehrlich, du tust dir damit überhaupt keinen Gefallen. Wenn du in ein Partnernetzwerk reinkommst oder beziehungsweise reinkommen willst und machst so eine kindische Scheiße, die schmeißen dich so schnell raus, da kannst du nicht gucken. Es geht nicht denen nur um Klicks oder sonstiges, es geht hier um Verpflichtung. Und Verpflichtung hast du, dass du auf dem Boden bleibst und dass du dich benimmst. Und das geht gar nicht, was du da gemacht hast. Du sagst, ja, danke schön, Hater, dass ihr die ganze Zeit auf meinen Kanal geht und Videos klickt, weil nämlich ihr gebt mir ja Klicks. Das ist total kindisch und dann lachst du auch so dumm. Das ist. Tut mir leid, wenn ich das jetzt einfach so sage, aber wenn ich dich eingestellt hätte und ich würde sowas finden, würde ich dich sofort rausschmeißen. Ganz ehrlich, das ist unter aller Sau. Und wenn du das jetzt gehört hast, bitte lösch's. Das macht ein sauschlechtes Bild auf deinen Kanal. Das glaubst du gar nicht. Lass dich nicht auf Hater ein, weil nämlich die Leute, die denken dann, ach, der ist ja so schwach, der geht ja jedes Mal auf die Scheiße drauf ein. Das macht ja Spaß. Und im Thema Klicks zurückzukommen, dass man das auf Social Blade das Ganze sieht, naja, mal angenommen, das würde von einer IP kommen, dann hast du die Klicks auch nicht gut gemacht, weil nämlich dann zählt irgendwann mal YouTube seine Klicks durch und geht auf deinen Kanal und sieht, ach, der liebe Let's Play E-Gamer hat 300 Klicks am Tag gemacht. Aber von der gleichen IP. Das können wir nicht zählen lassen, zack. Dann hast du deine Klicks wieder verloren. Das ist einfach das System, was sie da eingebaut haben, um Verfälschungen einfach zu schützen. Weil nämlich du könntest auch einfach 300 Mal dein eigenes Video anklicken im Autoplay und dann könntest du Klicks gut machen und könntest damit Geld verdienen. Aber das funktioniert ja nicht. Die Klicks werden angezeigt, aber du kriegst es auf deine Gesamtklickzahl nicht drauf. Das kriegst du dann irgendwann gesperrt. Das sagen die dann einfach. Da sagen sie einfach, ja, steckt nicht, geht nicht. Und das ist das Gleiche mit diesem IP-Spiel. Wenn nämlich jeder mit einer IP draufkommt, kriegst du diese Klicks nicht gut gemacht. Und das bringt dir dann im Endeffekt überhaupt nichts. Das ist dann nur eine schöne Zahl, aber für deinen Kanal bringt dir das überhaupt nichts. Und wenn sie dann auf Social Blade gehen und zum Beispiel sagen, ey, der Junge hat 300 Klicks plus, aber am nächsten Tag hat er auf einmal 300 Klicks minus, dann denken die ja, du verfälschst da irgendwas. Und das ist einfach das, was sie dir Gedanken machen. Es ist einfach sauböse. Und denk einfach dran, das geht einfach nicht. Du musst einfach lernen, dich einfach auf dein Ziel zu konzentrieren. Konzentriere dich auf das Ziel, was du hast. Du willst Partner werden, du willst Gaming machen, du willst Let's Plays machen. Das ist das, was du möchtest. Und du wirst dich nicht auf Hater oder sonstiges rauslassen, weil nämlich das ist nicht das, was du dich bewerben willst. Du willst ja für deine Videos werben damit, dass du ein bodenständiger Kerl bist, wo guten Content bringt. Und wenn du sowas dann bringst, wie dieses Hater-Video, dann kannst du gar nicht anpacken. Das schwöre ich dir. Da gebe ich dir nochmal meinen Stempel drauf. Da kannst du es vergessen, dass sich irgendein Netzwerk irgendwann mal annimmt. Und falls sich ein Netzwerk einnehmen sollte und die sehen die Scheiße, schmeißen sie sich wieder raus. Das geht auch. Das kannst du sagen, was du willst. Kannst auch sagen, ja, ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ein Vertrag geht ganz schnell wegzumachen. Und vor allem bei Netzwerken wie solche, glaub mir. Da gab es schon genug Fälle. Also,
du musst dich echt benehmen, weil wenn du Partner bist, dann musst du dich echt benehmen, dann musst du auf jeden Schritt aufpassen, was du machst. Und wenn du irgendeinen Fehler machst, dann wirst du deinen ganzen Kanal verlieren, weil nämlich die sind strenger in der Bewertung und mit dem ganzen Copyright und dem ganzen Scheiß. Und wenn du dann so ein Video hoch hast, dann kann ja irgendjemand mal hingehen und kann dir einfach mal denken, ja, ich fühle mich da angegriffen, schalte das hoch und dann kriegst du auch noch eine schlechte Bewertung in deinem Partnerstatus und das wäre überhaupt nicht gut. Und ich würde mir mal echt Gedanken machen, ob es dir das wert ist. Und über Hater kannst du gerne im reellen Leben mit deinen Freunden drüber sprechen oder per Skype, aber bitte nicht in Videoform. Wenn die Leute das sehen, die lachen dich aus. Und das ist nett, nicht dadurch, dass du da Witze machst oder sonstiges. Es ist einfach so, das ist so unnötig. Das ist einfach Schwachsinn. Und das macht die Leute nicht glücklich. Das wollen die nicht sehen. Die wollen deinen Content von Gaming sehen und nicht so eine Scheiße. Die lachen dich nur aus und dann macht es dann noch mehr Spaß, weil nämlich du tust deine ganze Aufmerksamkeit auf die richten. Und das sind so gesehen überhaupt nicht deine Fans oder so, das sind einfach nur Leute, wo dir eins reinwirken. Wenn du dann sagst, ach, das ist ja so wunderbar, die machen dich doch nur über dich lustig und das ist das Problem, geh einfach nicht auf sie ein. Und wenn Leute dir konstruktive Kritik geben, wie mein Freund, der da hingeht und schreibt dir einen 500-Zeilen-Text, dann geh darauf ein. Sag nicht gleich, ja, danke schön, wegen euch habe ich es so weit gebracht und blockierst ihn einfach. Ey, ohne Scheiß, was ist mit dir? Denk mal ein bisschen drüber nach. Du machst dann deine Community nicht nur dadurch kaputt, du machst dann deine Community durch deine Kindheit kaputt oder deine Kindlichkeit und durch deine Taten, wo du dann gegen deine Community richtest. Und das geht einfach nicht. Du musst einfach lernen, ein bisschen nachzudenken. Und wenn du lernst, das alles auszumerzen, einfach denkst, ja, ich mache jetzt das und ich mache das so und das ist geplant, dann verspreche ich dir, dann wirst du weiterkommen, dann wirst du auch irgendwann mal Partner. Und bleib bodenständig. Das ist das Ding. Lass dich nicht auf Hater ein, lass dich nicht auf irgendwelche Kritiker ein und hör auf, ja, lass dich nicht auf irgendwelche Kritiker ein. Das war wunderbar. Nein, ich meine, lass dich auf Kritiker ein, meine ich natürlich. Weil nämlich Kritiker können dir wirklich deine ganze Karriere ebnen. Und die wollen dir nur helfen. Wenn jemand sagt, du wirst noch nicht Partner, gut, du musst es selbst einsehen. In YouTube wird man nicht mehr so schnell Partner, so wie früher, weil nämlich die Anforderungen sind immens und du wirst nicht so schnell irgendwo im Netzwerk aufgenommen. Und wenn du irgendwie aufgenommen wirst, durch irgendeinen Grund, wirst du wahrscheinlich nichts daran verdienen. Das ist, und du hast ziemlich viel Stress, weil nämlich du musst ja auch einen Vertrag unterschreiben, wo drin steht, was du zu machen hast. Und ja, ich würde mir da echt mal Gedanken machen, ob das jetzt so gut wäre, wenn du jetzt weiterhin auf den Traum baust. Ja, ich will im Let's Player werden und Partner damit machen. Oder du wackerst dir jetzt einen Arsch ab, du kriegst dir jetzt einen hoch und machst jetzt mit deinem Gameplay weiter, dass du irgendwann an der Spitze stehst. Und wenn du das nicht schaffen solltest und jetzt weiterhin in dem Schema bist, dann kann ich dir versprechen, bist du in 5 Jahren immer noch nicht weiter. Dann kannst du es total vergessen. Und du hast dir deinen Arsch dafür abgekaut und hast das gemacht. Aber du lässt es dir jetzt durch diese Scheiße, diese kleinen Fakten einfach kaputt machen. Und das, ja, das ist schade. Das ist wirklich für dein Potenzial schade und das möchte ich einfach nicht. Lern einfach. Lern einfach irgendwie diese Dinge auszumerzen. Lass dich nicht auf Hater ein, nochmal. Geh auf Kritiken ein. Lass es sein, Leute zu beleidigen, die dir einfach nur helfen wollen. Hör auf, so ein Kind zu sein. Bekomm ein Hoch und mach jetzt dein Ding. Weil nämlich, du wirst so, wie du jetzt weitermachst, ganz sicherlich nicht mal in 50 Jahren Partner. Weil nämlich solche kindlichen Aktionen, wo du da machst, werden einfach nicht gebraucht im Netzwerk. Naja, okay. Falls noch irgendwas mir so einfallen sollte, was mir noch so aufgefallen ist, dann werde ich mich gerne mal mit dir persönlich unterhalten. Kannst mir auch gerne mal deine Skype-ID geben oder sonstiges. Ich werde mich mal mit dir auch mal persönlich in Verbindung setzen. Wenn du das Video nicht sehen solltest, dann werde ich gucken, dass ich es so lange verbreite, bis du es sehen kannst. Oder werde ich dir ein PN darauf schreiben. Wirst du ja dann schon sehen, weil nämlich dann bist du nämlich in dem Video drin. Ich habe mir jetzt 20 Minuten meiner Aufmerksamkeit nur an dich gerichtet. Ich hoffe doch, dass du es nicht so persönlich genommen hast, aber denk bitte an meine Worte, es ist einfach nur gut gemeint und ich hoffe doch, dass du jetzt ein bisschen aufwachst, beziehungsweise jetzt endlich mal einen Hoch bekommst, weil das ist nicht richtig, was du machst. Okay, gut, dann bedanke ich mich jedenfalls fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann irgendwann mal, beziehungsweise mach's gut, Let's Play eGamer, bis dahin, ciao!
Haut rein!